Die Gstanzln auf der Grät waren eine sehr gut besuchte Veranstaltung des Spielraumes, die wegen des schlechten Wetters nicht im Freien, sondern im Raiffeisensaal in Altenhof stattfand. Heute ist meine Alte gestorben, haben wir gerade gehört. Das ist ein Stück, das kann man gar nicht langsam spielen. Das muss schnell gehen. Na, ganz so ernst meinen wir es nicht, aber wenn es ja heißt, Gstanzl und Tanzl auf der Grät, bei Gstanzl ist das erlaubt. Das ist nicht so ernst gemeint. Das glaubt, wir fangen schon mit sowas an. Bergauf bin ich gegangen, da bin ich grün. Drei Hollerü, drei Hollerö, und da hat mich mein Dirn ein Jung jetzt erkennt. Drei Hollerütterüei ho, und da hat mich mein Dirn ein Jung jetzt erkennt. Drei Hollerütterüei ho. Da man nicht mit dem Besucherandrang rechnete, wurden noch schnell zusätzliche Tische und Sessel aufgestellt, um die Besucher unterzubringen. Es spielten die Auhäusler-Musi, der Prattl in der Reihe Zwergsang, der Burgzeller Zweigesang und der Asbacher Tridoppler. Ja, wir haben den Zorn, sind in einem Freitag geboren, an einem kritischen Tag, schau der Menschheit zur Blog. Wir liegen in der Wirn, auf falsche Murat wird uns führen. Bei der Tauf haben wir geschwitzt, haben uns mit Bier überspritzt. Bei der Tauf haben wir geschwitzt, haben uns mit Bier überspritzt. Lieber Kupferd, ich muss dir sagen, ich komme aus dem Innviertel, bin heute über die ehemalige bayerische Grenze drüber gefahren, denn der Hauselkum war ja die Grenze. Und Herr Renten schon zweimal über Togelis. Das ist nicht ohne, du musst wirklich stehen bleiben, weil es könnte ja sein, wenn ein Schaltjahr ist, dass es tatsächlich ankommt. Die Gstanzln wurden durch Walter Ecker mit seinen lustigen Kurzgeschichten untermalt und auch moderiert. Alles in allem war es ein sehr gelungener Abend, der, wenn es nach den Besuchern gegangen wäre, noch länger hätte dauern können. Dann verlängern sie es aber wieder und aber wieder und aber wieder und das ist schön. Ich sage in Innviertel, sage ich, aber die bleibt. Das ist der einzige Zug, der bei der Millibange stehen bleibt. Snack schicke ich mein den Briefel per Fax, dass ich von der Arbeit jetzt heimkomm schnurstracks. In der Leitung macht's Knacks, ich mach mich auf Dachs. Holleriertei, die Holleradio. Bevor's Teig gescheit grad wirst, du wirst lieber hin, weil die scheiß E-Card hau de mir hin. Zur Silber hat's er dort gesagt, wird Sau abstochen, da sagt er zu ihr, da kann auch nichts dafür. Als er den Mund dann sauber hat, gewaschen und kuriert, dann hängt er auf am Gartenzaun, damit er Drucker wird. Und wie der Mann ist Drucker gewesen, da kommt des Metzgers Hund, der sägt den Mund am Gartenzaun und schwupps, da hat er'n Trund. Der sägt den Mund am Gartenzaun und schwupps, da hat er'n Trund. Die Geschichten, die du da geschrieben hast, das sind ja schon unzählige. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, das aufzuschreiben, was du so erlebt hast? Mein Gott, das ist ein langer Weg. Wichtig ist, dass man in einer Gemeinde aufwächst, wo sie in der Richtung viel tut. Bei uns in Eberschwang hat man im Fasching viel Gelegenheit, dass man zuerst einmal lustige Gstanzl macht. Und mit dem zunehmenden Alter ja, verändert sich das ein wenig. Da schreibt man dann Geschichten und auch ernstere Sachen. Eine bunte Mischung. Was ist dir am liebsten? Tust du lieber Stanzeln schreiben oder eher Geschichten schreiben? Ja, wie soll ich denn sagen, wenn man öder wird, möchte man mehr allgemeingültige bleibende Sachen schreiben. Die sind aber nicht so leicht an den Mann zu bringen.
Jetzt schaue ich, dass ich lustige Beiträge habe und die dann mische in einem Bierchen, dass ich praktisch die etwas ernsteren Sachen mit den lustigen mitverkaufe. Heut, heut, heut geh ich gar nicht heim, gar nicht heim. Is, is, is das Bess weiter heim, schau, 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 wie der Teufel aus Trau, Trau, Trau mich nicht zu Haus.